Ne, Natururin schon wieder dran. Ich werde heute schon wieder eine Wanderung machen. Keine Ahnung wohin und wie lang. Vielleicht schon wieder um die 30 km. Vielleicht auch 40 km. Mal gucken, weiß ich noch nicht. Heute ist ein Samstag und ich kann endlich ganz viel Bier trinken heute beim Wandern, weil die Geschäfte haben offen. Und deswegen kann ich heute ganz viel Bier trinken. Aber bevor ich losgehe, bin ich gerade am Friesen kochen. Und damit ich dann gleich friesen kann, und dann gehe ich nach dem Friesen los. Ach ja, guck mal, hier ist ein Karton mit meinen ganzen hier Papiere und Pappe drin. Das habe ich hier hingestellt, weil ich habe hier eine Bestellung gemacht von Amazon. Ich habe mir eine Billigtasche gekauft, aber eine große Billigtasche. Und irgendwann demnächst mache ich ein Video davon, warum ich mir so eine große Billigtasche gekauft habe. Und natürlich, weil die Tage Altpapier dran ist. Deswegen habe ich diesen ganzen Papiere von meinem Papierkorb hier reingepackt, damit ich das dann am Tag des, wenn Müllabfuhr kommt, rausbringen kann. So, ich werde noch ein paar Brote für unterwegs schmieren, weil ich bekomme da immer so schnell Hunger, wenn ich so viel laufe. Weil wegen dieser ganzen Kalorienausscheidung. Deswegen, wer nicht abnehmen will, der sollte viel fressen beim Wandern. Ne, fressen ist fertig. Jetzt zu gefressen. Ne, ich habe gerade auf gefressen. Und mein Rucksack mit ein paar Sachen drin habe ich hier reingepackt. So, ich hab jetzt meine Schallschuhe angezogen und meine Dreckscappy. Diese Uhrzeit ist schon wieder so scheiße wie beim letzten Mal. Aber jetzt Wanderungsstart kommt. Jetzt zu gelaufen. Erstmal zu diesem verschimmelten Hole ab rein, um hier Bier zu kaufen. Da vorne ist dieser Hole ab. Und da jetzt erstmal Bier kaufen gehen. So, ich habe endlich Bier gekauft und jetzt endlich wieder Bier trinken. So, ich habe eben gerade mein erstes Bier ausgetrunken und keine Ahnung, warum ich zwischendurch nichts gefilmt habe. aber darauf werde ich doch ein Bier trinken. Jetzt weiter zu gelaufen. Ich laufe jetzt Richtung Achim. Keine Ahnung, ob ich bis nach Achim laufe oder ob ich kurz vor Achim wieder zurücklaufe. Mal gucken, weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall befinde ich mich auf der Richtung dahin. Ah ja, ich habe meine widerliche Scheiß verdreckte mit Rektalpocken ausgefüllte Scheißmusik, die ich gerne höre, angemacht. Oh Scheiße! Hier geht's nicht weiter. Jetzt bin ich voll den weiten Weg in die Sackgasse reingelaufen. Und da vorne, da fährt so ein Kackzug nach Richtung Achim. Oh Scheiße, jetzt muss ich da oben auf diese Brücke rauf. Und darauf schon wieder ein Bier trinken. Nee, ich bin oben auf dieser Scheißbrücke drauf. Oh Scheiße, mein Bier ist alle geworden. Jetzt muss ich schon wieder neues Bier aufmachen. Endlich wieder Bier trinken. Aber mich macht das Sorgen, weil dann muss ich mein Sechser schon hier anbrechen. Da muss ich vielleicht noch mal Nachschub holen irgendwann. Hier neues Bier kaufen gehen. Ne, ich habe schon wieder mein Bier ausgetrunken. Und bald kann ich schon wieder das neues Bier aufmachen. Und ich bin ungefähr, keine Ahnung, weniger wie 10 km oder so von Achim entfernt. War ich vorhin auf so ein Schild gelesen. Aber ich bin jetzt in eine andere Richtung reingegangen, weil da war mir zu viel Asphalt. Falls ich nach Achim tatsächlich laufen sollte, dann kaufe ich mir da, glaube ich, noch mehr Bier. Damit ich dann auf dem Rückweg noch mehr Bier trinken kann. Oh Scheiße! Ich habe vorhin diese ganzen 4 Bier getrunken. Und jetzt habe ich meinen Sechser aufgerissen, um noch ein Bier zu trinken. Bei dem letzten Gurkensohn-Video habe ich folgenden Move gebracht. Ne, diese vergammelte Schranke ist zu, weil wegen Zug fährt. Oh Scheiße.
Ich habe mich schon wieder verlaufen. Jetzt muss ich irgendwie ich bin in so einer Sackgasse gelaufen. Und jetzt muss ich so eine Richtung finden, die nach Achim geht oder so. Ich bin jetzt auf so einer vergammelten hier Landstraße. Und jetzt erstmal ein Bier trinken. Guck mal, da oben steht der Achim dran. Ne, ich habe hier ein Nieto gefunden. Jetzt kann ich hier erstmal Bier kaufen gehen. Ich habe mir gerade bei Nieto 5 Hasselröder gekauft, weil ich nicht mehr tragen konnte. Und ich habe mir gerade spontan beim Bäcker ein Brötchen mit Käse dran gekauft. Und den jetzt zu fressen. Fressen! Ne, ich habe jetzt gerade aufgefressen. Und jetzt darauf, dass ich gerade aufgefressen habe, dieser Bäckerbrötchen, werde ich erstmal ein Bier trinken. Endlich wieder Bier trinken und jetzt weiter zu gelaufen. Immer weiter zu gelaufen. nach Richtung Achim. Achim gefunden. Jetzt kann ich bald wieder zurücklaufen. wieder nach Bremen. Jetzt suche ich mir die Weser und laufe über die Weserbrücke rüber. Und wenn ich diese scheiß dreckige Weserbrücke da gelaufen bin, dann laufe ich die Richtung wieder zurück, wo ich bei der letzten Wanderung wieder zurückgelaufen bin. Über diese vollgekackte, dreckige Weser, wo Wasser runterfällt. Und über Dreie und Ahausen. da laufe ich dann wieder rüber. Ich habe in Google Maps nämlich gefunden, wo die nächste Weserbrücke ist. Nach der Weserwehrbrücke. Und die ist erst hier in Achim. Die werde ich jetzt aufsuchen und rüberlaufen. Damit ich einmal wenigstens diese Scheißbrücke da von der Weser rübergelaufen bin. Nach der Weserwehr. Jetzt weiter zu gelaufen. Oh Scheiße, es ist schon 7:30 und ich bin immer noch nicht angekommen, wo die Weserbrücke ist. Ich bin jetzt bei 19 km/h und die Weserbrücke ist hier. Da muss ich ein ganzes Stück auf jeden Fall im Dunkeln laufen. Das ist voll dreckig, voll scheiße, voll schmierig. Und darauf werde ich schon wieder ein Bier trinken. Dass ich heute ein bisschen länger laufe wie beim letzten Mal. Ich bin immer noch nicht bei dieser Brücke von der Weser. Und langsam Dämmerung kommt. Und da oben so ein Vollfettstorchennest. Vollfettnest. Vollfettnest. Oh Scheiße, immer mehr Dunkle kommt. Diese scheiß dreckige Scheißsonne kommt runter. Und deswegen immer mehr Dunkle kommt. Und ich bin immer noch auf der Suche nach dieser verschissenen, dreckigen, widerlichen, mit Fäkalien angebekleckerten Weserbrücke. Also diese Brücke, die über die Weser führt. Ich bin immer noch bei Achim. Und die Weserbrücke wäre vielleicht die Hälfte oder so von dieser ganzen Dreckstrecke. Und darauf erstmal ein Bier trinken. Oh Scheiße, ich habe diese verdreckte Weserbrücke gefunden. Jetzt kann ich da endlich rüberlaufen und mich langsam auf den Rückweg begeben. Erstmal diese scheiß Treppe hochlaufen. Ich bin gerade diese scheiß Treppe hochgelaufen. Ich habe endlich diese scheiß dreckige Weserbrücke gefunden. Die nächste von der Weserwehr. Und ich bin jetzt bei hier 23 km/h. Ich werde dann die andere Weserseite herunterlaufen. Also diese andere Flussseite, also da wo blau ist. Und von da drunter werde ich dann wieder zurück nach Hause nach Bremen laufen. Das wird auf jeden Fall über 40 km/h sein heute. Und vielleicht kommt das an die 50 dran, aber ich weiß noch nicht. Ach ja, und wegen Dunkle kommt, sinken die Temperaturen langsam. Und deswegen habe ich jetzt mein scheiß Pullover angezogen. Ne, da stand gerade Bremen-Arsten 24 km/h entfernt. Und 24 km/h entspricht gleich bei einem ganz normalen Laufschritttempo. Ja, knappe 5 Stunden laufen. Ohne Pause. Damit ihr Bescheid wisst. Und oh Scheiße, hier steht Achtung Wildwechsel drauf. Also keine Ahnung, vielleicht gekommen gleich Hirsche und Wildschwein und fressen mich auf oder so. Guck mal da vorne hier, Sonnenuntergang. Das sieht voll cool aus, von mir aus betrachtet.
Aber weil immer mehr hier Dunkle kommt, kann ich für euch immer weniger gute Qualität bieten. Und diese scheiß Aufnahmen werden dann für euch dann zu dunkel ausfallen, weil ich keine Filmleuchte habe. Und deswegen freue ich mich auf den Tag, wenn ich irgendwann meine Filmleuchte irgendwie angeschafft bekomme. Für meine dreckige Scheißkamera. Also entweder ich schaffe das irgendwann für mich selber, das einzusparen, oder irgendjemand gibt mir eine Spende, damit ich mir so eine Filmleuchte und diesen Catch dazu, also diesen Kasten für die Kamera, um die Filmleuchte einzubauen, zu besorgen. Und ein externes Mikrofon will ich für diese Scheißkamera auch haben, damit ich auch eine bessere Soundqualität machen kann. So, jetzt Bier trinken und weiter zu gelaufen. Ich weiß nicht, ob ihr mich seht. Aber erstmal Bier aufmachen. Endlich wieder Bier trinken. Damit ihr Bescheid wisst, dass ich jetzt gerade Bier trinke schon wieder. Hier, scheiß Dunkle gekommen. Und ich laufe jetzt in Dunklen bis nach Bremen wieder zurück. Und bald mache ich meine verdreckte Kopflampe an. Damit ihr mich ein bisschen sehen könnt. Aber ich werde jetzt in Dunklen nicht so viel aufnehmen wie in der Hinweg. Glaube ich. Weil bei Dunklen, keine Ahnung, ich glaube, das macht doch nicht so viel Spaß, mich zuzugucken beim Laufen. Also langsam, weil immer mehr Dunkle kommt, habe ich hier meine dreckige Kopflampe jetzt angezogen. Damit ihr Bescheid wisst, dass ich hier meine dreckige Kopflampe Bier trinkend angezogen habe. Und darauf erstmal Bier trinken. Ne, ich bin jetzt gerade bei Eisel. Hier 6 km von Achim entfernt. Und keine Ahnung, wohin mit mir. Ich glaube nach hier. Dübersen und Torstedt. Ich glaube, da laufe ich erstmal lang. Aber darauf erstmal ein Bier trinken. Hier vorne fahren irgendwelche hier. Wie heißt das nochmal? Radlader fahren hier lang. Und darauf erstmal ein Bier trinken. Nee, ich hab 30,8 km gemacht. Immer weiter zu gelaufen. Schon wieder Bier trinken. Endlich wieder Bier trinken. Hier rechts steht Bremen drauf. Also gehe ich jetzt nach rechts, nach Bremen. Erstmal schon wieder Bier trinken. Da steht 16 km bis Bremen entfernt. Und ich bin sehr gespannt drauf, wie viel km ich heute noch mache. Ich bin jetzt gerade bei 33 km. Nee, erstmal Brot fressen. Brot mit Käse dran. Damit mehr Kraft kommt. Guck mal, da vorne steht Ahausen drauf. 0,7 km. Ahausen ist da, wo ich letztens lang gelaufen bin. Wo ich mich im Campingplatz verirrt habe. Das war Ahausen. Ich bin bei diesem vollgekackten Ahausen. 1:30 Uhr nachts. Und ich habe noch ein Stück zu laufen. Nee, ich habe eben gerade ein Bier getrunken und das habe ich vergessen zu filmen. Und darauf werde ich schon wieder noch ein Bier trinken. Endlich wieder Bier trinken. Ich leuchte mir jetzt gerade selber in die Fresse, damit damit diese Kameraqualität jetzt besser aussieht. Und zwar, das hier ist mir jetzt gerade noch nie passiert. Ich war jetzt gerade bei Dreie in dieser kleinen Ortschaft und bin ganz kurz mit einer mittelmäßigen Musiklautstärke stehen geblieben, um ganz kurz auf mein scheiß verdreckten Dreckshandy zu schauen. Und irgendjemand hat Steine nach mir geworfen. Als erstes hat dieser so einen Stein gegen einen Metallzaun getroffen. Und ich habe mich so ein bisschen erschreckt, weil vollkommene Dunkelheit und ich habe hier irgendwie auch keine Sicht gehabt. Aber kurz darauf hat der volle Kanne gegen mein scheiß Bein getroffen mit einem Stein. Das hat ein bisschen gezwiebelt, was auch egal ist, aber trotzdem. Wer kommt auf diese kranke Idee, mit Steinen auf Leute zu schmeißen, die sich eventuell verletzen könnten? Das könnte zum Beispiel volle Kanne mein Knie oder mein Kopf treffen oder sowas. Weil so etwas, keine Ahnung, sowas macht mich echt böse. Oh Scheiße, jetzt letztes Bier aufmachen.
endlich wieder Bier trinken. Nee, ich bin jetzt in diesen Scheißtunnel. Da, wo ich bei der letzten Wanderung ein bisschen rumgesteppt habe und da wo ich mein Handy verloren habe. Dauert nicht mehr lange, bis ich bei diesen verschimmelten, scheiß verdreckten, mit Urinschaum belagerten scheiß Weserwehr, wo Wasser runterfällt, drankomme. Dauert nicht mehr lange, keine Ahnung. Viertelstunde und dann bin ich da. Nee, ich bin jetzt gerade bei dieser verdreckten, widerlichen Weserwehr. Also da, wo Wasser runterfällt. Damit ihr Bescheid wisst, wo ich bin. Und genau aus diesem Grund, weil ich gleich zu Hause bin, sieht man sich gleich zu Hause, wenn ich zu Hause bin. Nee, ich bin wieder zu Hause. Und ich bin gerade am Fressen. Nee, laut V-Live-Aufzeichnung bin ich von Bremen-Hastedt über Bremen-Hemeling durch Uphusen über Bierden nach Achim, dann über die Weserbrücke rüber, zurück über Eisel. Kurz vor Ahausen habe ich 2 Fotos spontan gemacht. Dann bin ich in Ahausen angekommen. Dann über Dreie, Bremen-Habenhausen und zum Schluss wieder nach Bremen-Hastedt. Laut Aufzeichnungs-App bin ich insgesamt 46,9 km gelaufen, habe da über 13 Stunden gebraucht und bin insgesamt 1011 Höhenmeter gelaufen. Das war meine versoffene Wandertour. Und jetzt bin ich wieder zurück nach Hause und bin jetzt gerade am Fressen. Ich habe voll Hunger bekommen von diesen ganzen Wandern. Und ich muss sagen, ja doch, ich bin erschöpft. So, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich werde jetzt noch weiter hier mein Fressen auffressen und danach schlafen legen. Weil es ist jetzt schon 4 Uhr. tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer faschistener Natururin.